Jo Leute, ich bin's wieder, euer DigiDream und ich heiße jetzt kommen hier in War Thunder. Es ist soweit, ihr kennt den Tag, ne? Wir haben heute Freitag. Das heißt, einmal Kisten öffnen und dann fliegen wir mit dem neuen Flugzeug durch die Gegend und schießen irgendwelche Spieler ab. In dem Rating, okay, wir sind jetzt hier bei 2,7 gelandet. Das werde ich gleich noch ändern. Warum das 2,7 ist, kann ich euch jetzt auch nicht sagen, weil das Ding hat Rating 2,0. Wartet mal, warum ist hier her? Okay, wir können nicht niedriger, oder? Ja, doch, wir können schon niedriger gehen. Machen wir mal das hier weg. Dann sind wir jetzt bei 2,3. Das ist doch schon mal angenehm. Das reicht vollkommen aus. Ja. Schlimm ist es ja da nicht mehr. Das ist auch ganz gut. So, dann, ja, wollen wir erstmal Kisten öffnen. Für alle, die frisch in diesem Format mit reinschalten. Ich besorge jeden Freitag mir entsprechende Schlüssel zu entsprechenden Kisten, die ich ab und zu nachgeschmissen bekomme oder sie halt einfach auf dem Gaijin-Markt kaufe. In diesen Kisten sind diverse Gegenstände, Fahrzeugcoupons drin, die ich dann anschließend, wenn ich sie nicht benutzen möchte, verkaufen tue auf dem Markt. In ihnen sind drin hier Abzeichen, Berg-1-Abzeichen. Ihnen sind Tarnanstriche drin, seltene, ne, wie das hier, also richtig sehr seltene oder hier unter selten, diverse, die hier zum Beispiel und ja, diverse werde ich dann halt auch, wenn da was dabei ist, was ich auch wirklich mag, halt aktivieren. Leider ist, wie ich schon mal erwähnt habe, sehr oft, das wissen mal die anderen Abonnenten hier und Mitzuschauer auf jeden Fall, es ist leider noch keine Funktion drin, die mir es erlaubt, zum Beispiel euch, den Spielern, den entsprechenden Fahrzeug oder halt Skin, den ich halt nicht möchte, benötige, zu verschenken. Die Funktion ist nicht gegeben, noch nicht, wird sie vielleicht in den nächsten Monaten, vielleicht auch in einem Jahr noch ändern. Ich bin in großer Hoffnung, dass da noch was kommt. So. Ich habe einmal Super Sonic besorgt und einmal Hot Tracks zu der neuen. Gibt's noch, also ich habe noch keine neue Kiste zu dem neuen Update. Ne, leider nicht. Und daher auch kein Schlüssel. Daher, ne, mal dazu. Ja, übrigens, für die, die diese Kisten nicht wollen, ihr könnt sie umtauschen in hier Warbones. Ne? Ja, kann man machen, muss man nicht. Ne? Mal dazu. So, Tombola. Du mich bitte nicht verarschen. Gib mir nichts, was ich nicht schon habe. Ich krieg ständig Doppels. Oh, oh. Und jetzt stehen bleiben. Natürlich, es hört wieder nicht auf mich. Ja, beim Helikopter. Komm. Geh zum Heli. Oh, das Ding hört auf mich, Leute. Das Ding hört auf mich. So, wir haben den Helikopter. Skin bekommen. Der sieht nämlich ganz nice aus. Habe ich noch nicht erforscht. Kommt noch. Oh, sieht doch schön aus. Ist das China? Das ist China-Abzeichen. Oder? Ja, das ist chinesisch. Nee, Vietnam People Air Force. Okay, Vietnam. Naja, egal. China, Vietnam. Alles asiatisch. Ich liebe asiatisch. Schmeckt immer gut. Ja. Sieht doch ganz nice aus. Werde ich mal behalten. Gut, bis ich diesen Helikopter habe, dauert es eine Ewigkeit. Gucken wir mal. Vielleicht komme ich doch noch ein bisschen dahinter und schauen wir mal. Vielleicht komme ich doch noch. So. Ich fliege halt nicht viel Helikopter, das ist halt so der Punkt. Ne? Und wo man sie am meisten eher benutzen kann, ist halt in den Sturmarkade. Da könnte man sie wenigstens noch ein bisschen ausbauen. Aber in den normalen Helikopterschlachten, das ist ja kaum richtig machbar. Da wirst du von den ganz, ganz vielen Erfahrenen, die das Ganze entweder über Joystick oder sonst was spielen, regelrecht weggeschnetzelt in Sekundentakt. Und ja gut, in realistisch kann man das noch nutzen, aber macht man auch nicht mehr. So, Hot Tracks, was du mir... Komm, bitte, irgendwas... Nichts Doppeltes, nein, das Deagle kannst du gleich knicken. Hier kannst du stehen bleiben, macht er natürlich nicht. Ich glaube, den habe ich schon. Noch eins weiter, komm. Und, ey, er hört auf mich.
Jagdtiger, für den Jagdtiger. Den Skin habe ich nämlich noch nicht und ich weiß, was der kostet. Deshalb bin ich jetzt froh, dass ich ihn habe. Hallöchen, hallo. Jo, den aktivieren wir mal gleich. Sind die Streifen gewollt? Was steht denn da? Wütend. 200 mm. Oh, schön. Erich war hier. Das ist gut, ey. Okay, Sonderabteilung 512. Ja, das ist doch schon mal ganz nice. Also, das ist ein geiler Skin. Den gönne ich mir. Der ist gut. So, wartet. Wo ist denn der jetzt wieder hin? Ich will ihn aktivieren. Hä? Der war doch eben noch da. Hä? Bin ich jetzt blind geworden oder was? Ich habe so viele Skins, die will ich ja alle aktivieren, aber erst wenn ich die Fahrzeuge habe, nur ich werde hier gerade kirre. Ja, da ist er. Oder? Ja, das ist er. Gut, verbrauchen. Wunderbar. Dann werde ich in Zukunft den auch mal nutzen, ne? Mit den Fahren. So, aber nichtsdestotrotz, wir wollen ja fliegen gehen, das heißt zwei Dreier und wir gehen fliegen mit dem Ding. Ich bin mal gespannt, wie er sich anfühlt. Kostenpreis 1700 Golden Eagles, ist ein Premium-Flugzeug bei den Schweden, Rating 2.0, Fokker DXX1, also ne, wird er genannt. Wer so mit römischen Zahlen ein bisschen Ahnung hat, X ist immer die 10, das heißt 10, 10 plus ein Strich, der Strich ist eine 1, ne, 21, also Fokker D21. Ja, gucken wir trotzdem mal kurz, solange der da am Suchen ist. 20 mm Oricon Maschinengewehre, zwei Stück. 120 Schuss. Na, ist nicht so viel, aber es geht. Dann 7,7 mm Maschinengewehr Browning. Davon haben wir zwei Stück 1000 Schuss. 44 km/h. Wir können also gut mithalten. 15,3 Sekunden der Wendezeit. Steigrade liegt nur bei 17,2. Aber alles in allem muss ich sagen, nicht schlecht. Wir haben keine Bomben. Ne? Keine Bomben gibt hier, keine Bömmchen. Ist ein purer Jäger, aber ich würde mal sagen, er wird Spaß machen, bestimmt. Nachteil haben wir allerdings die hier. Die lassen sich nicht einfahren. Also, ja, ich finde das ein bisschen blöd, wenn das Fahrwerk starr ist. Aber so ist das leider. Ach komm schon, Leute. Wir haben 7 Uhr morgens. Wo seid ihr denn alle? Hm? Ja, kaum Leute da. Wo seid ihr denn? 7 Uhr morgens. Ja, okay, aber trotzdem. Ich gehe mal davon aus, die meisten sind eher hier die südafrikanischen Panzer fahren. Ist halt auch viel Content gekommen. Oder Jet vielleicht sogar fliegen. Sind viele Effekte mit reingekommen. Das ist bei euch bestimmt schon beim Panzerfahren gestern aufgefallen. So mit den Explosionen alles richtig nice gemacht. Dieses neue HUD-Menü bei den Jets. Ich konnte es mir jetzt nur bei dem einen Harrier Jet, den ich noch nicht richtig habe. Ich konnte ihn ja testen. Ich konnte da das neue HUD-Menü nur angucken. Bei den anderen habe ich das irgendwie noch nicht so gesehen. Kann ich euch nicht sagen, woran es liegt. Vielleicht kommt das noch nach oder so. Wir wissen doch alle, wenn dann mitten an einem Dienstag oder an einem Mittwoch ein Patch kommt, dann werden sie erstmal die nächsten restlichen Tage dann alle komplett richtig alles nachpatchen. So, damit hat es endlich geklappt, Leute. Ich musste dreimal abbrechen. Ne? Dreimal. Hardcore. Ja, ich werde jetzt entsprechend die Fokker nutzen. Guck mal, wie die so ist. Mir ist aufgefallen, ich habe mal wieder keinen Gutschein gekauft. Also ich muss vorsichtig mit dir sein. Ja, falls ihr jetzt raufgehen sollte, ich mache eine zweite Runde hinten dran. Ganz einfach. Ich würde ausnahmsweise da mal, vielleicht werde ich sogar, wenn sie tot ist, direkt gleich aus dem Spiel rausgehen. Das ist nicht meine Art, das wisst ihr. Das verurteile ich sehr stark, aber ich möchte euch halt unbedingt mal zeigen, was dieses Ding hier kann. Und weil ich habe schon einen Testflug mit dem Ding gemacht, ne? Ich finde sie ganz nice. Ja, währenddessen ich die ganze Zeit warten musste und dann habe dann gedacht, ja gut, dann brechen wir noch mal ab, machen noch mal so 10 Minuten Pause. Und da habe ich dann im Zwischenfeld das Ding schon mal probiert und getestet. Ja. Gut, der Luftwiderstand, den das Ding hier hat, ist ja nicht so der Hammer. Ja, nutzt auf keinen Fall die Klappen. Das sind Bremsklappen.
keinen Fall, außer ihr wirklich abbremsen. Aber das sind keine Kampfklappen, wie wir es kennen. Oh, die FPS-Einbrüche sind weniger geworden. So schlimm ist es jetzt gar nicht mehr. Na, warten wir es mal ab. So, ist hier irgendwo noch was, was mich gerade so ein bisschen anfracken kann? Nee. Aber der da könnte mein Gegner ein Opfer werden. Ihr merkt, der Sound hat sich ein bisschen geändert. Irgendwas haben sie hier am Soundgeräusch gemacht. Also die 20mm Kanonen, die sieht man deutlich, die spürt man deutlich, das kann man echt sagen. Wow, Apo 20mm, was habe ich denn da an meiner Backe hängen? Es ist eine B18 und sie schießt mir gerade alles kaputt, was kaputt gehen kann. Jupp, ich glaube die Störung ist durch, jupp. Komm schon, halt noch ein bisschen durchhalten. Wir wollen nicht gleich das größte Opfer werden. Jo. Vielleicht krieg ich sogar noch einen Abschuss. Könnte ich mit dem Zustand zum Flughafen? Kommt drauf an, wo ist der? Nicht weit hinter mir. Nein. Nee, krieg ich nicht. Keine Chance. Keine Chance. Ich konnte auch nicht mehr einlenken. Nichts. Aber zwei Abschüsse. Ist doch nicht schlecht. Ja, das Ding ist wirklich, wie gesagt, die müssen Klappen, man sagt, diese Klappen verwenden. Oh, wir sind auch gleich überrannt. Ich muss das mal retten. Mit meinen Bombern. Ich muss das mal retten. Sofern das noch rettbar ist. Nee. Da ist einer, der hat. Oh, da ist eine Peschka drin, okay. Der weiß, wie man bombt. So, die Runde ist durch. Ich mache eine zweite hinten dran und jetzt denke ich auch dran, endlich wieder so ein... Ja, man denkt halt nicht immer dran, ne? Weil, wann verwendet es die Dinger? Im Prinzip kaum. Ab und zu mal, aber bei mir ist das halt eher geringfügiger Natur. So, aktivieren. Machen wir mal zwei. Ich habe ja noch 18. Jupp, aktivieren. Ja, also man spürt schon, man merkt schon, dass die 20mm hier, ne? Ja gut, Munitionsgurt, also ich habe mich jetzt hier, wie ihr seht, hier bei den 7,7mm habe ich mich hier entschieden für Leuchtturmmunition. Da ist Brandmunition und Panzerbrechende mit dabei. Und hier habe ich mich für Bodenziele bei der 20mm entschieden. Habe aber auch schon mal kurz die Allzweck mal mir angeguckt. Könnte auch wunderbar funktionieren. Ohne Leuchtspur kann man auch machen, aber irgendwie habe ich so das Gefühl... Obwohl, wartet, da ist eine AP-Granate, aber gut, ja gut, hier sind mehr AP-Granaten, ne? Aber, ne, ich bleib hier auf Bodenziele, die schon, das kann, geht schon besser, ne? Das funktioniert schon besser. Ja, war doch eine fast erfolgreiche Runde, außer dass die uns jetzt den Arsch aufgerissen haben, in einer Art, ne? In einer sehr schnellen Art, aber guckt euch mal die Forschungspunkte an, die das Ding rausgeholt hat. Okay, ja, ich weiß, es ist ein Premium-Flugzeug. Aber... Ehrlich, ich finde den kleinen Scheißer, den kleinen Finnen, auch wenn er bei den Schweden ist, finde ich ganz geil. Na? Ja. Eigentlich hätten sie die Finnen reinholen sollen ins Spiel statt die Schweden, aber ja, das ist halt so eine Sache, ne? Weil die Schweden haben damals die Finnen mit gewissen Sachen unterstützt. Sie waren neutral, aber sie haben sie unterstützt, denn die Finnen, die haben ja gekämpft. Na, da war ja was. Und die Finnen haben sich gegen die Russen behauptet. Oder gesagt, ja doch, sagen wir behauptet. Sie haben halt gekämpft gegen die Russen. Die Russland, die wollen so oder so. Ist auch heute noch so. Da gibt es so noch ein paar alte Fanatiker da drüben. Oder hier welche, die sogar hier in Deutschland leben. Ne? Die halt einfach Max. Die dann halt Estland und wie der ganze Sermon da unten heißt, gerne hätten wieder. Das gehört ja mal zum russischen Bereich. Oh,
Okay, den hat's zerfetzt. Wollte schon fragen, was ist aus meiner Maschine, die ich angeschlossen habe, geworden? Okay, sie ist abgeschmiert. Ich glaube, der Bomber, ich glaube, der Typ hat seine Maschine richtig schön ausgeskillt. Das wird schwierig. Wow, das ging ja. Das war aber keine so erfolgreiche Aktion, mein Freund. Okay, wir sind langsamer als die PJ36, das Ding da. So, jetzt mache ich hier wieder den Fehler. Ja, ich nutze ja immer die Kampfklappen. Aber hier muss ich mich echt umgewöhnen. Hat er keine Kampfklappen, stattdessen hat der Bremsklappen. Naja, gut. Bei jedem ist es anders da. Es dauert immer, bis diese Maschine Feuer fängt. Ja, die B3. Links lassen mich seine Gunner in Ruhe. Um 20 mm lad man ein bisschen schneller nach. Nein, meins. Also die 20 mm, die sind ganz schön schnell durchgehämmert. Ich glaube, die haben sogar hier Waffenverhalten noch geändert, oder? Ich bin jetzt gar nicht mal so sicher. Früher, ganz früher war das ja so, der als letztes auf das Flugzeug geschossen hat, der hat den Kill gekriegt. Dann haben sie es umgeändert, der den meisten Schaden macht, den Kill. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie das jetzt ist. Oh, ich habe noch 6 Schuss. Okay, jetzt kann ich Head-to-Head machen. Oh, scheiße! Hätte ich es mal gelassen. Ja, aber ich muss sagen, ich bin begeistert von der Maschine. Es macht Spaß, mit ihm zu fliegen. Ja, da hat die Firma Fokker wirklich was sehr Gutes gebaut. Da bin ich weiß nicht mal, wie viele Maschinen, also es wurden viele davon gebaut, es wurden viele an Schweden ausgeliefert und viele an Finnland. Ich weiß jetzt gar nicht, wie intensiv die mit diesem Flugzeug im Krieg involviert waren. Aber ich denke mir, das Ding hat Potenzial, ich denke mir doch schon so entsprechend, kann das schon sein, ne? So, möglich ist es. Immerhin, jo. Gut, es sind erst 2 Kills, die meisten sind Abschusshilfen, aber ich bin dennoch sehr begeistert. Der packt. Oh, Kollege, weich aus. Boing. Alter. Ich war ein bisschen sparsam mit der 20-Minuten-Munition, sollte ich doch sein. Obwohl die Gegner sind ja auch nicht gerade ohne. Gegner Munition. Autsch, ich glaube mein Motor ist down. Definitiv. Oh. Kannst es nicht ertragen und er schießt mich doch noch. Ja, ich brenne, er brennt. Er brennt erst, dann ich. Tasty. Ich weiß nicht, aber solche Typen finde ich echt krass, die sich so komische Namen geben. Ich kann mir nicht helfen, Leute, aber es ist echt krass. Naja, gut. So viel zu dem Thema. Nice. Oh, 5 Kills. Was will ich mehr? Also die Maschine ist auf jeden Fall top. Vielleicht ein klein bisschen. Ja, auf dem Rating 2.0 ist schon 1700, ne? Schon ordentlich was. Aber mir ist sowieso bei diesem neuen Update aufgefallen. Viele Premium-Elemente, die reingekommen sind, sind ja nicht allzu viele, haben sie sehr hoch im Preis gemacht. Dafür ist halt wenig Premium reingekommen und die sind gar nicht so episch drauf, richtig viel zu sagen, kauf, kauf, kauf. Also, ne? Ich glaube nicht, dass an ihrer Geldmacherpolitik was sich geändert hat, da zweifle ich dran.
Aber ich denke mir, die sagen sich, ja komm, das Osterfest kommt sowieso bald. Da können wir auch ordentlich Geld noch machen. Also nerven mir die Leute jetzt erstmal nicht zu Tode mit der anderen. Ja. Obwohl ich als letztes Ding, also letztes draufgeschossen habe, würde ich behaupten, bekomme ich nur eine Abschluss. Ja, wir haben was richtig gefunden. Oh! Ha, jetzt ist er auf seinen reingekriegt. Na, Ishak, fühlt sich nicht mehr so wohl, hä? So, und der neue Sound gefällt mir. Der gefällt mir. Es lässt sich sehr schön hören. Ich muss mal dran denken, die Bodenplatte zu klatschen. Ich will nämlich jetzt nochmal schnell einen Sieg rausholen, obwohl. Wolltest du mich rammen? Ne? Wolltest du mich rammen? Obwohl, er ist ein Playstation, er kann nicht immer was dazu eigentlich. Weil, ja, es ist wirklich nicht einfach mit dem Controller im letzten Moment abzudrehen. Gerade mit dem Controller ist komplett kompliziert. Er brennt, mein Kill, scheiße, ich muss nachladen. Das sind schon 14 Sekunden, aber in so einer Klopperei wie hier, sind 14 Sekunden die wirklich, ja, die Welt. Wir müssen mal ein paar Bodenziele trotzdem noch mehr machen, komm. Ich verliere mir die Chance hier noch. Ah, da oben macht der Dorum rum. Das wird nicht lang dauern. Holla, holla, holla. Jo, mach mal kaputt, Junge. Oh, ho, 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 ho. Schaffen wir das noch rechtzeitig? Ich zweifle dran. Ja, die Do, die macht's. Die beendet das Ganze jetzt, oder? Macht ihn weg! Macht ihn weg! Wir beenden das. Ja. Haben sie es nicht mehr geschafft, die Do wegzukloppen? Na gut, wenn nicht die Do, dann hätte es ein anderer. Ne? 9 Kills insgesamt, also. Geile Runde! Echt krass rund, Alter! So, ich kann mich nicht beschweren über den Flieger, der ist nice. Oh, cool! Ich krieg noch einen. Also, ich wollte schon sagen Orden, nein, Emblem, aber trotzdem. Ich krieg noch ein Emblem hinten dran geschmissen, also. Ja, Fogger DXX1, oder besser gesagt, wie gesagt, römische Zahlen, ne? Das X steht für die 10, 10, 10, 1 hinten dran, also 21, oder es ist beabsichtigt, dass da wirklich 10, 10, ne, 1. Also, ja, das ist vorher, aber ich glaube, der Flugzeugbauer wollte, also der Konstrukteur, wollte einfach nur, ja, 21 sagen. Ja, so ungefähr. Schönes Teil. Gefällt mir. Hab schon meine 7 drauf gemacht. Wie gesagt, wer sich fragt, was hat das mit der 7 auf sich? 7 empfinde ich als Glückszahl. Und das kann ich einfach nur gebrauchen in den Schlachten. Wirklich mal. Brauche ich unbedingt. Ganz dringend. Ja, gut. Ja, das war's. Wir können ja noch schon mal auf die Daten kurz gucken, ne? Aber ich glaube, ja, das habt ihr ja alles schon gesehen. Etwas juckt mich aber. Leuchtspur. AP, T, okay, also nichts anderes. Nee, ich bleib bei Bodenziele. Da ist das Beste dabei, Main, man hat ja gesehen. Die AP, Panzerbrechen, Wuchtgeschosse, die haben ja ganz schön die Flügel zerfetzt bei einigen. Obwohl, die Brandmunition hat auch richtig schön zugeschlagen. Also, ja, man kann sich nicht über das Flugzeug beschweren. Es ist halt nur zu wenig Munition für die 20 mm. Da muss ich halt vorsichtig damit hausieren. Aber das, ne? Ja, funktioniert ja. Es geht ja irgendwie. Ja, daher. Gut, Leute. Ja, wie gesagt, das war's. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einfach mal ein Like, ein Kommi, ein Abo da.
Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Viel Spaß noch beim Zocken hier. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier noch ein bisschen mehr und mehr tun werde. Also hier wird wirklich noch mehr. Die Leute sind gerade hellauf begeistert von dem Update. Auch wenn ich sagen muss, ein paar Premium-Modelle, die hier reingekommen sind, ne? Waren das jetzt? Flugzeug. Ich muss jetzt gerade selbst gucken. Ich habe das jetzt nicht mehr so im Hinterkopf. Genau das Ding hier. Das ist mir ehrlich gesagt etwas zu teuer. Ne? Das ist mir wirklich ehrlich gesagt etwas zu teuer, das Teil. Sieht ganz nice aus, aber seinen anderen Kollegen hier, ne, den kann ich ja erforschen und das sehr schnell. Ja, 86.000, das geht schon. Das geht schon. Also ich würde mal sagen, für meine Wenigkeit, ich gehe einfach mal mit der Tu 14, die muss sowieso noch ausgebaut werden, in realistische Fliegerschlacht, schmeiße dann meine Bomben ab und komme dann vielleicht, wenn ich noch einen schönen Booster habe, nach ein paar Kills oder besser gesagt nach ein paar Bodenzielen, Zonen wegmachen, Entschuldigung, komme ich dann einfach da raus und habe das innerhalb von, ja, ich sag mal voraussichtlich 4 bis 5 Schlachten drin, ne? Ja, schauen wir mal. Ich werde jetzt sowieso mal richtig Gas geben, damit ihr dann anschließend dann mal, ne, schön Gameplay seht. In letzter Zeit war es ja total sowieso schon wieder eintönig geworden, total, ne? Und jetzt wird es natürlich wieder, ja, hier, jetzt haben wir wirklich wieder viel, viel Zeug an Content. Gut, die ganz hochmodernen Sachen, da wisst ihr selbst Bescheid, die ist nicht so einfach, das zu bekommen. Sei es jetzt hier die F8U. Das könnte sich ein bisschen hinziehen. Eigentlich hatte ich ein anderes Ziel mehr erordert. Das hieße, ich müsste jetzt 390.000 Forschungspunkte in die F3H2 Dämonen reinschieben und dann anschließend hier dieselbe Menge auch in diesen Crusader, obwohl ich das Ding halt liebe wie Sau. Aber der Aufwand, das kann sich schon ein bisschen hinziehen, ne? Also das wird nicht von heute auf morgen gehen. Gut, es gibt den einen oder den anderen YouTuber-Kollegen da draußen, der würde jetzt einfach nur Golden Eagles kaufen und das einfach mal hier die Forschung antreiben und da reinhämmern, aber ich bin nicht der Typ, weil ich nenne das dann Geldverschwendung, ne? Mal dazu. Und Geld wächst bekanntlich nicht auf den Bäumen. Wenn dem so wäre, hätte ich das schon vor langer Zeit alles getan. Allerdings hätte ich jetzt auch ein anderes Leben. Ich würde meinen, puh, ich würde ein Lamborghini fahren, ein Ferrari fahren und ein Dodge Viper fahren, ein riesiges Schloss haben mit genug Platz für weiß der Teufel was, ne? Computerzimmer und. Wer weiß, hätte ich sogar schon Kinder, dann hätte ich schon eine ganze Brut hergestellt oder besagt, wie habe ich das schön mal gesagt? Fußballmannschaft. Das ist wichtig. Du musst eine Fußballmannschaft erstellen an Kindern. Und dann bist du irgendwann mal in deinem hohen Alter, bist du verdammt reich. Für alle die, die es schon gemacht haben, ne? Denk dran. Fußballmannschaft. Keine Ahnung, FC. Irgendwas Heimatstadt, bla bla bla, oder keine Ahnung. Ne? Mal dazu. Gut, dann, wie gesagt, schönes Wochenende, bleibt mir gesund, wir sehen uns am Montag. Was kommen wird, weiß ich noch nicht. Ich kann mich noch nicht entscheiden, es ist ja so viel schöner Content gekommen. Vielleicht gehe ich Schiffe fahren, vielleicht gehe ich Panzer fahren. Lasst euch einfach überraschen, ne? Lasst euch überraschen. Gut, dann, wir sehen uns am Montag. Bis dann, Leute. Ciao.